Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nichter Weisheit, letzter Schluss. Ja, dieses Mal irgendwie ein... Mal gucken, ob es überhaupt geht und wenn ja, wie gut. Wie gut funktioniert das aktuelle Raspberry Pi OS auf einem 10 Jahre alten Raspberry Pi 1? Mal gucken, weiß ich nicht. Gucken wir uns gleich mal zusammen an. Ich habe da ein bisschen was zu vorbereitet. Ja, bevor es losgeht, meine Selbstbeweihräucherungsseite, was ich sonst noch mache. Ich bin der Entwickler vom Softwareverteilungssystem M23, organisiere die Kilo Open Source und Linux Tage und bin Dienstleister zu M23, Linux und freier Software. Letztendlich alles Mögliche, was irgendwie mit Linux und Open Source zu tun hat. Ich entwickle Software, ich mache Administration, Schulung, Support, Beratung, quasi alles. Dann gibt es auch noch den wöchentlichen Livestream in der Jean und Hauke Show auf Linux Guides. Guckt da einfach mal vorbei, was wir da so verzapfen. Und da ihr dieses Video ja schon seht, kennt ihr entweder meinen YouTube- bzw. meinen PeerTube-Kanal, der demnächst von DevTube auf Technics umzieht, auch schon. Und hier zeige ich halt berufliche und private Projekte. Und zum heutigen Thema, ich habe über die Jahre mehrere Raspberry Pis gesammelt, am Anfang relativ viele von der 1er-Serie, weil ich irgendwie dachte, naja, das ist doch irgendwie eine tolle Sache mit diesen Dingern und wer weiß, wie lange es das noch mal gibt, und dann habe ich immer noch mal einen bestellt und noch mal einen und jetzt habe ich ja ein paar hier rumliegen, die ich nicht mehr so wirklich benutze. Der Raspberry Pi 1b. Den gab es ja schon vor 10 Jahren, jetzt noch nicht ganz 10 Jahre zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video hier mache, aber im April 2012 ist er halt rausgekommen. Die erste Version hatte sogar bloß 256 MB und dann im Juni, glaube ich, 2012 hatte das Ding auch schon 512 MB RAM. Ja, ich habe bloß die mit 512 MB RAM, von daher habe ich irgendwie Glück gehabt, habe ich nicht sofort mir so ein Ding bestellt, als es irgendwie verfügbar war. Und da drauf gibt es eine ARM 11 CPU mit nur einem Kern und 700 MHz. Der wurde damals in China produziert und auch in UK, also England, United Kingdom. Und wenn ich das richtig sehe, habe ich hier die UK-Version. Die kann man daran erkennen, dass die für den Kopfhöreranschluss so einen blauen Buppel hat. Und die China-Version, die ich habe, hat schwarz. Also ich habe irgendwie ein paar, wo es schwarz ist, da steht immer China drauf. Und blau, das ist immer UK. Kann jetzt reiner Zufall sein, dass es bei mir so ist. Vielleicht ist es immer so. Aber diese Uralt-Version von vor 10 Jahren, die wird heute eh keiner mehr haben wollen. Ja, denke ich mal. Aber wenn ihr es noch rumliegen habt, kann man noch ein paar kleinere Projekte damit machen. Und es gibt eben auch eine Legacy-Version von diesem Raspberry Pi OS, was eben nicht auf dem Debian 11, sondern auf dem Debian 10 basiert. Die soll auch deutlich besser wirklich auf dieser 10 Jahre alten Hardware laufen. Aber ich habe das Raspberry Pi OS, was auf Debian 11 basiert, mir schon mal vorbereitet. Ich habe hier so eine SD-Karte geschrieben, da ist es drauf. Ich habe davon noch nicht gestartet und ich schließe jetzt das Ganze so an, dass ich die Capture-Karte wieder habe, also das HDMI-Signal, was aus dem Pi 1 rauskommt. Das gucken wir uns halt live denn mal zusammen an und ja, mal gucken, was da passiert. Ja, jetzt brauche ich noch Tastatur und Maus, damit ich das Ding auch bedienen kann und dann geht es gleich los. Mal schauen. So, Strom dran. Mal gucken, vielleicht muss ich das Bild von der Capture-Karte gleich noch mal ein bisschen durch die Gegend zergeln, damit es auch besser drauf passt. Einmal hat er sich jetzt schon, ja genau, jetzt hat er sich halt gestartet und passt dieses Dateisystem an die Größe von der SD-Karte an. Weiß ich gar nicht, was man heute braucht. 8 GB vielleicht Minimum. Also die Karte ist ein bisschen größer als das, was man eigentlich bräuchte. Und mal gucken. Mal schauen. Mal schauen, was er jetzt für eine Auflösung nimmt. Gleich halt noch ein bisschen rumzergeln. So. Jo. Okay. Das ist jetzt irgendwie
Erstaunlich schnell. Okay. Also er blinkt lustig vor sich hin. Oh. Ja. Boah, mal gucken, ob es irgendwo. Also irgendwie andere Shells gibt es auch nicht. Ich glaube, ich warte lieber noch ein bisschen. Nicht, dass da irgendwelche wichtigen Sachen jetzt laufen, die ich damit abbreche. Oh, okay. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber jetzt richtige Tastatur nehmen, nicht die falsche. Also da. Ja. Also gut, die virtuellen. Ah, okay. Also es dauert wirklich lange. Ich habe eben auch die grafische Version genommen mit irgendwie so einem umfangreichen Paketsatz gleich mit auf der SD-Karte. Und eigentlich müsste er eben auch diesen Desktop starten. Ja, es muss sein, dass er jetzt ganz viel rumswappt, dass es deswegen hier nicht weitergeht. Und man auf dem Desktop-Kanal eben auch nichts sieht, weil der einfach bloß schwarz ist. Login timed out. Leider zu langsam. Ah, okay. So, da ist schon was und irgendwie. Hat ein Dateisystemfehler? Das ist ja. Ja, liegt das jetzt an dem Pi oder an der SD-Karte? Kann natürlich beides sein. Ich habe ja noch ein paar von den Dingern hier rumliegen, von diesen Raspberry Pi 1. Ich nehme einfach mal den nächsten. Mal gucken, was der so macht. So, einmal hier. Upp, Strom aus. Karte umstecken. Maus und Tastatur. Na. So, einmal ab.
ab. So. Klick, klack. So, und Nummer 2. Mal gucken, ob der besser ist. Ob sich da was anderes tut. Wir werden es sehen. Es gibt auf jeden Fall schon mal so ein kontrastreiches Schwarz als Hintergrundbild. Hier nochmal gucken, ja. Ja, aber irgendwie, ja, da blinkt schon irgendwie so, als ob da Aktivität drauf ist. Ja. Ach. Ja. Wenn man das Kabel nicht umsteckt vom HDMI zur Capture-Karte, dann tut sich erfahrungsgemäß wenig. Ich gebe nochmal Neustart. So. Ja. Oh, bei der Capture-Karte steckt's eigentlich. Das steckt auch. Blinkt weiterhin fröhlich vor sich hin. Gucken. Ja. Ja. Das sieht ja schon nach hektischer Aktivität aus. Also das, da kann man das sehen, da. Also es blinkt ja, aber es macht aktuell kein Bild. Kann ja auch natürlich an der Capture-Karte liegen, dass die jetzt das nicht kann. Wenn ich nochmal eine Auflösung setze. So. Och, nochmal ein Neustart. Nochmal kurz warten. Jetzt da wieder rein. Also da war beim anderen jetzt irgendwie mehr. Ja. Ja, sonst habe ich hier noch so einen rumliegen. Mal gucken. Jetzt aber gleich alles richtig einstecken. So. Klick, klack. So. Und Strom. So, OBS nochmal neu gestartet und Capture-Karte einmal angesteckt. Ich habe ganz kurz... Oh, Mauszeiger? Der schwarze Mauszeiger, der kommt direkt von dem Pi. Ah! So, und er hüpft.
Ja, Maus Tiger ist ja schon mal gut. Ja. Ja. Oh. Ah. Hintergrundbild. Hey. Mal gucken, ob es auch noch fürs Menü reicht. Ah. Okay. Ganz. Oh, ach. Hallo, willkommen. Ja. Nein, ich möchte. Boah. Okay, das auch wird. Kleine Verzögerung von ungefähr einer Sekunde. So, kann ich ein G eingeben? Bringt er zum G? Nein. Okay. Bild nach oben. Damit kann ich jedenfalls schon mal besser blättern. Das war mal ein Treffer, ne? Genau, Berlin. So. Lieber mit Tastatur. Tab, 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 tab. Wäre Maus vielleicht doch schneller gewesen. Next. Ja, für den 1er Raspberry ist das alles Schwerstarbeit. Auf neueren Modellen sollte es halt deutlich schneller gehen, aber hier ist das echt eine Menge Arbeit. Es hat aufgehört. Ist es jetzt fertig? Oder nicht? Ja! Sind wir jetzt fertig? Nein! Ah, wieder. Ja, bloß nichts Kompliziertes. Was? Doch, doch, das passt alles super. Nee, ich möchte nicht aktualisieren, das dauert bestimmt eine Stunde. Ja. So, gucken. Oh, das geht sogar. Ich habe hier die, ja, diese Windows-Taste oder wenn ihr einen Pinguin drauf habt, die Pinguin-Taste genommen und. Was haben wir denn da alles? Boah, na, geben wir uns LibreOffice? Ja. Gucken. Mal gucken.
Jo. Jo, also wird leicht warm. Ganz toll für kalte Winternächte, Tage. Ah, man kann sich schon mal einen Daumen wärmen. Oh. Ah. Ja, ich habe jetzt nicht gestoppt, aber so, keine Ahnung, eine Minute, anderthalb war es bestimmt. Ja, Startbild hatten wir schon mal, ist auch eine feine Sache. Ja. Oh, nochmal. Und wieder weg. Und jetzt. Nein, jetzt. Jetzt. Ja. Gib mir mehr. Jo. Oh. So macht Schreiben Spaß. Tipp des Tages. Ja. Ja, das möchte ich nicht. Oh. Also ein bisschen Verzögerung ist jetzt auch durch die Capture-Karte, aber nicht so viel. Ja. Ja, ja. Also wenn ich jetzt sagen würde, dass es prinzipiell läuft, ist es nicht falsch, aber zwischen laufen und benutzbar ist noch wirklich ein großer Unterschied. Also nein, nein. Also lieber Finger davon lassen, das bringt es wirklich nicht. Also für so einen Raspberry Pi 1 finden sich im Zweifelsfall irgendwelche anderen, ja, Verwertungszwecke, vielleicht ein kleinen WLAN Access Point mitmachen oder sonst irgendwas mit. Also man muss ihn ja nicht wegschmeißen, er ist ja wahrscheinlich nicht kaputt nach der Zeit. Also keine Ahnung, warum die beiden davon nicht wollten. Vielleicht war ich jetzt einfach etwas ungeduldig, aber grafischer Desktop drauf ist halt irgendwie nicht die richtige Anwendung dafür. War es eigentlich damals auch nicht wirklich. Ja, das zum Thema, wir probieren mal aus, ob das funktioniert und wenn ja, wie gut funktioniert, aber überhaupt nicht gut. Nachdem wir das jetzt geklärt haben, dass das keine gute Idee ist, viel Spaß beim Nicht-Nachmachen, beim ja, vielleicht Finden von anderen sinnvollen Projekten für so einen Raspberry Pi 1, muss man ja nicht wegschmeißen.
Aber grafischer Desktop ist keine gute Idee. Ja, ansonsten bis zum nächsten Mal abonnieren und Glocke drücken und irgendwie so und tschüss.